Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maniac TV – Tipps und Tricks rund ums Karpfenangeln. Wie Topsy schon im letzten Video erklärt hat, sind wir an einem unbekannten Gewässer und erklären jetzt mal die Spotsuche. Zu der Spotsuche haben wir verschiedene Methoden. Eine Variante ist das Loten mit der Spotroute. Eine andere Variante ist, wenn das Boot natürlich erlaubt ist an dem See, mit dem Echolot oder mit einer Art Dongrod den Boden abzuklopfen, um zu schauen, wie tief der Spot ist, den man befischen will, ob es überhaupt möglich ist, durch Kraut oder Schlamm, wie die Begebenheit des Grundes ist und das so herauszufinden. Eine andere Variante wäre die Unterwasserkamera oder mit einem Aquascope, wenn es die Gewässertrübe und Tiefe zulässt. Dann beginnen wir jetzt mal mit der Lotroute. Zum Loten brauchen wir eine Spot- oder eine Lotroute. Die Lotroute hat mehr Lips als eine normale Route, um einfach mehr Steifigkeit in den Blank zu kriegen, um den Wurf besser auszuführen und die Weitigkeit zu bekommen. Zu der Montage. Der Marker läuft frei auf der Schnur und kann durch Einziehen und Ausgeben der Schnur angeben die Tiefe des Sees oder des Spots. Und somit können wir herausfinden, wie tief wir fischen wollen. Zu den Distance Sticks. Die Distance Sticks haben wir auf 4 Meter jetzt gespannt. Somit können wir durch Abwickeln der Schnur herausfinden, wie weit unser Spot oder unsere gewünschte Stelle entfernt ist und können somit dann unsere andere Route einklipsen und wieder die gleiche Stelle anwerfen. Beim Umgang mit der Lotroute muss man aufpassen, da die Schnur durch das hohe Gewicht schnell an den Finger einschneidet. Dadurch ist es eher wichtig, den Finger zu schützen mit einem Fingerling. Den gibt es von verschiedenen Firmen oder durch einen Handschuh. Okay. Jetzt sind wir bei der Thematik Echolot. Hier haben wir ein besseres Echolot von Garmin, das natürlich schon einen Sidescan hat. Hier kann man schön sehen bei dem Downscan, wie hier die Wasserkante verläuft zum Ufer hin. Wir haben hier 1,5 Meter, hier sind verschiedene Krautfelder und Krautpflanzen. Das kann man am Sidescan besser erkennen, durch die verschiedenen Strukturen nach links und rechts gezeigt. Hier durch die Krautfelder und hier auch vereinzelte Pflanzen, wo man sehr gut erkennen kann. Bei den meisten Echoloten kann man eine Gewässerkarte aufzeichnen. Hier haben wir einen Teilabschnitt des Sees, wo wir schon gefahren sind und die verschiedenen Tiefen und Strukturen verzeichnet sind. Wir haben jetzt hier die Unterwasserkamera. Die kann man auch in mehreren Situationen einsetzen. Am besten, wenn ein Spot nicht angenommen wurde oder kein Fisch ablief an einem Tag, kann man am nächsten Tag nachschauen, ob das Futter angenommen worden ist oder nicht. Oder wenn man in einem stark schlammigen Gewässer ist, um Ausschau zu halten nach kiesigen Plätzen. Außerdem kann man noch Hindernisse wie tote Bäume oder herumliegende Hindernisse im Wasser erkennen. Jetzt haben wir den Spot durch unsere verschiedenen Variationen gefunden und sind jetzt bereit für die Futtertaktik. Das ist jetzt das Thema für das nächste Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war euch hilfreich, das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.